Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr denkt euch, wo sitzt die denn jetzt? Ja, bei jedem Video sitze ich woanders, weil ich immer schaue, dass das Licht am besten kommt. Ich bin nicht so professionell und habe einen Hintergrund wie die anderen, wo ich mich dann da hinsetze. Nein, ich setze mich einfach mitten in den Raum, wo das Licht am besten ist. Es wurde mal wieder Zeit für ein Pillen-Update-Video. Das letzte Video ist jetzt schon ein bisschen her. Es hat sich natürlich wieder was verändert, aber in langsamen Schritten. Längeren Abständen hat sich, haben sich die Sachen verändert. Deswegen habe ich ein bisschen abgewartet und ja. Hier kommt das dritte Update zum Pillenabsetzen. Es ist jetzt ungefähr 4 Monate her, seitdem ich abgesetzt habe. Das heißt, schon so bin ich jetzt die 14., 15. Woche. Ja, ich habe ja immer alles in Wochen gesagt. Fangen wir einfach an. Also, ich hatte ja natürlich gesagt, so die Haut verändert sich nicht so krass, ich merke ein bisschen fettiger, aber jetzt mittlerweile merke ich es mehr. Vor allem um meine Mundpartie kommen in letzter Zeit richtig viele Pickel. Also nicht richtig viel, für mich ist es viel, vor allem sind es die ganze Zeit so Pusteln und dann wird der ein oder andere mal wieder dicker. Deswegen hier habe ich auch ein Grind, weil ich daran rumgemacht habe. Ja, also die Haut wird auf jeden Fall schlechter, aber ich bin immer noch zufrieden. So sieht meine Haut aus. Kann es mal fokussieren? Ich bin jetzt auch geschminkt natürlich, aber ja, man merkt ein bisschen unreiner, nicht mehr so eben. Und ich merke es im Dekolleté und am Rücken sehr. Also da merke ich, dass es gar nicht mehr ganz eben ist wie davor, sondern man hat so Unreinheiten, ein bisschen Pusteln. Stört mich jetzt nicht arg. Seitdem ich das halt habe, tue ich halt schön hier mit reinigen, peelen und so weiter. Das ist dann ganz wichtig. Ja, das hat sich verändert. Meine Haare, ich kann jetzt gar nicht sagen, ob sie ausfallen. Ich finde es nicht. Klar, ich verliere auch viele Haare. Das ist schon so. Aber ich würde nicht sagen, dass ich damit ein Problem habe, dass sie krass ausfallen wie schon mal. Ja. Das mit dem Fettigsein habe ich auch in den Griff bekommen. Also man muss ja dann einfach trotzdem immer wieder dran gewöhnen, dass es nicht gleich nach dem zweiten Tag gewaschen wird, sondern ein bisschen Trockenshampoo, öfters mal einen Zopf und dann hat es sich auch super eingependelt. Ja, Kopfschmerzen wie am Anfang habe ich auch überhaupt nicht mehr. Der Schlaf ist immer noch echt gut. Und jetzt kommt noch eine richtig krass positive Sache. Also ich fühle mich viel fitter. Ich bin manchmal so richtig energiegeladen, was ich von davor überhaupt nicht kannte. Also davor mit Pille war ich eher so ein bisschen träge, müde, ganz schnell und oft und so. Und jetzt bin ich irgendwie so auch richtig positiv. So, ich bin eigentlich schon immer eine selbstbewusste Person so gewesen. Also nicht schon immer, aber seit so 17, 18 Jahren. Da ging es halt dann so los, dass ich selbstbewusst wurde. Aber es kam nochmal so viel krasser dazu. Deswegen hat sich mein Account auf Instagram auch so krass geändert mit diesem ganzen, ich zeige euch meine Zellulite, ich zeige euch das, das, das. Weil ich auf einmal so ein gutes Gefühl habe über mich und meinen Körper. So, ich fange den so richtig an zu lieben. Es hört sich jetzt richtig crazy an, aber es ist so. Es ist einfach ein anderes Gefühl. Was ich auch richtig krass finde, ist, dass man seinen Körper, wie ich schon gesagt habe, anders spürt. Und zwar, ich merke, wann ich ungefähr unfruchtbar bin, wann ich ungefähr fruchtbar bin, wann meine Tage ungefähr losgehen, wann mein Eisprung ungefähr ist. Das ist so richtig komisch zu erklären, aber du spürst es einfach, wie sich dein Körper in dem Zyklus Wochen verändert. Ich habe einen sehr langen Zyklus, meiner geht 5 bis 6 Wochen. Aber ich spüre das trotzdem richtig krass. Und auch, was sich auch sehr verändert, was man aber durch die Pille nicht hat, ist der Schleim. Also der Schleim verrät einen so viel ohne die Hormone. Also wirklich,
wenn der so ist, dann bist du, dann hast du gerade wahrscheinlich deinen Eisprung. Wenn der so ist, dann kommen jetzt bald deine Tage. Ich finde es einfach nur mega interessant, muss ich sagen. Und war auch voll überrascht, dass sich der Körper so schnell verändern kann. Weil es kam bei mir schon im zweiten Monat oder so, ist das bei mir schon so krass, hat es sich entwickelt. Also das finde ich auch richtig krass. Ja, ich habe ein paar Kilo abgenommen. Jetzt, ich habe im letzten Video, glaube ich, das schon gesagt. Also es ist nicht noch mehr geworden. Ich habe ungefähr 2-3 Kilo abgenommen, ist nicht viel. Ich denke mal, es waren so ein bisschen Wassereinlagerungen. Ja, ich wollte aber jetzt auch nicht groß abnehmen, so. Ja, aber das passt voll. Ich habe jetzt durch die Pille auch nicht mega zugenommen, also ja. Eine Sache, da hatte ich auch davor ein bisschen Angst, so dass meine Körbchengröße mega klein wird, wenn ich die Pille absetze. Ich weiß jetzt ehrlich nicht gesagt, ob's, also ich habe es jetzt nicht mit, ich habe jetzt nicht ein Vorher- und Nachher-Bild gemacht oder sowas. Ich würde schon sagen, dass die kleiner geworden sind, aber nicht so, dass es mich stört. Also nicht so, dass es krass viel klein geworden ist oder sowas. Ich habe noch nie große Brüste gehabt. Und sie sind jetzt noch ein bisschen zurückgegangen, aber es stört mich so gar nicht. Das ist das, was ich meine mit diesem Selbstbewusstsein. So, es ist weniger geworden, aber ich finde es schön. So, ich fange so richtig an zu lieben. Ich trage schon seit Wochen kein BH mehr, ab und an mal. Lieber so Nippelpads, wenn ich es mal unbedingt für die Arbeit brauche oder sowas. Ansonsten so oft auch gar nichts, weil ich mich so richtig wohlfühle. Und ich denke mir auch so, das ist ganz normal so. Männer zeigen ihre Nippel, warum sollte ich jetzt auch nicht? Warum soll, also nicht zeigen, aber wenn man die jetzt durchsieht, boah, wo ist, was ist daran schlimm, so auf die Art? Ja, also man lernt seinen Körper nochmal ganz neu kennen, nochmal ganz neu lieben. Das habe ich bei der Oberweite jetzt sehr gemerkt, weil früher hat es mich auf jeden Fall gestört, dass sie so klein sind. Also immer schön gepusht und was weiß ich gemacht. Kann es auch verstehen, wenn Leute das stört und sich die verändern lassen möchten, hatte ich auch den Gedanken, aber irgendwie habe ich sie richtig, liebe ich sie jetzt richtig. Mein Appetit ist auch sehr klein geworden. Also ich esse gar nicht mehr viel. Manchmal esse ich nur 2 Mahlzeiten am Tag und keine Snacks, so einfach 2 Mahlzeiten und denke mir so, ja, es hat voll gepasst. Ich habe jetzt zum Beispiel noch nicht zu Abend gegessen, es ist gleich 21 Uhr. Hätte ich machen sollen. Ich habe auch safe in 2 Stunden Hunger oder so oder in 1 Stunde. Aber es ist so, dadurch, dass ich immer so on Tour bin, immer was arbeite, also ich arbeite, also ich mache ja eine Ausbildung, dann mache ich noch Instagram, sonstiges Zeug. Dadurch so brauche ich es irgendwie nicht und vergesse es dann auch voll. Also der Hunger ist weniger geworden, auch dieser Heißhunger nicht. Oh, eine Sache, die richtig schlimm geworden ist, sind meine Regelschmerzen. Also das habe ich gemerkt. Das erste Mal, wo ich die Regel bekommen habe, war es okay. So, war nicht schlimm. Ist okay. Und jetzt das zweite Mal, als ich sie bekommen habe, dadurch, dass mein Zyklus so lang ist, habe ich sie bis jetzt noch nicht oft bekommen. Also das bekomme ich jetzt bald das dritte Mal. Ich habe gedacht, ich muss brechen. Also es hat sich alles so zusammengezogen. Und es war richtig schlimm und ich bin jetzt echt gespannt, wenn die nächste Woche kommen, wie es mir dann gehen wird. Ich habe aktuell, probiere ich Tabletten aus, Nahrungsergänzungsmittel für die Frau, von einer richtig tollen Gründerin, die es mit ihrem Freund gegründet hat und das sind also richtig cool, die werde ich auch in der Story und so weiter mal vorstellen und so weiter, möchte sie aber, und so weiter, wie oft sage ich das, möchte sie aber jetzt erstmal testen. Und dann darüber berichten. Aber wenn ihr euch das, wenn euch das interessiert, dann gerne einfach auf meinem Instagram vorbeischauen. Da werde ich die nächste Zeit das auf jeden Fall mal ansprechen. Und speichere aber auch alles immer in meinen Highlights Pille ab. Weil wahrscheinlich die Story eher online ist als das Video. Merke ich gerade. Genau, also Periodenschmerzen, das habe ich schon sehr gemerkt. Ja. Ich hatte auch schon lange nicht mehr irgendwie so eine depressive Phase oder so eine Ausrastphase. Also das hatte ich schon ab und an mal, dass ich so richtig abends ja in so ein Loch gefallen bin und keine Emotionen gespürt habe und so weiter. Habe ich ja im letzten Video, glaube ich, schon erzählt. Das hatte ich schon ganz lang nicht mehr. Also wirklich einmal noch und jetzt gar nichts mehr. Ich würde auch sagen, dass ich gechillter bin allgemein und ruhiger so. Also meine Schwitzphase ist jetzt nicht mehr so schlimm.
Es ist noch ein bisschen so, aber nicht mehr so schlimm. Oh Gott, der Akku geht bald aus. Aber, also, ja, es ist nicht mehr so schlimm, aber es riecht noch nach so einem pubertierenden Schweiß. Das nervt mich, aber mit Deo und oft genug waschen hat man das voll unter Kontrolle. Aber man merkt das halt, dass es sich verändert hat. Also mit Pille war das, ich habe so nie geschwitzt. Also wirklich, ich war null die Schwitzperson. Auch null, dass es mal gerochen hat oder so. Man hat halt trotzdem Deo drunter. Aber jetzt merke ich das schon, dass es einen intensiveren Geruch hat. Und ja, gut, dann wäscht man sich und macht Deo und dann passt das auch wieder. Ja. Ja, das war alles, was ich euch so updaten kann. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, ich erzähle wirklich echt viel aktuell auf meinem Instagram-Kanal, dann folgt mir auf jeden Fall. Es sind so viele neue Leute dazu gekommen, was mich mega freut. Ihr könnt mich auch alles fragen, am besten Instagram-Privat-Nachricht schreiben. Ich antworte eigentlich alles. Die meisten Fragen sind immer, wie ich verhüte, was ich gemerkt habe nach dem Absetzen und so weiter. Die könnt ihr mich alles gerne fragen. Und ja, falls ihr absetzt, do it und zieh es auch durch. Ich sag's jedem, wenn ihr absetzt, dann zieht's durch. Nicht mit so einer, ich weiß nicht, ob ich absetzen möchte wirklich, aber ich mach's jetzt mal. Das ist Quatsch. Geht an die Sache ran, wirklich so, ich mach's jetzt und ich zieh's durch. Oder, ja, oder ihr schafft's wahrscheinlich nicht. Weil es kommen auch viele negative Sachen, die man halt auch sieht. Und dann ist halt so oftmals das Ding, dass man zurückfällt. Ja, aber natürlich, wenn jetzt bei mir irgendwas ganz Schlimmes wäre, würde ich bestimmt auch überlegen, ob ich wieder zurückgehe. Aber eigentlich möchte ich nicht, ne? Also ich möchte es jetzt schon durchziehen. Ja, genau. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ah ja, und folgen und liken, wenn euch das Video gefallen hat.